Hallo und gestern zurück zum Landwirtschaftsgigant, Folge Nummer 2 in der zweiten Runde. Und die Folge Nummer 1 ist seit einer guten Stunde online. Hab geschaut, wie das angekommen ist, dass ich jetzt so spiele und alles neu gestartet habe und auch so ein bisschen dezentralisiert Bau. Kommt offensichtlich sehr gut an. Also machen wir so weiter und vorspulen sehe ich jetzt im Moment noch keinen Bedarf. Gegebenenfalls ein bisschen später. So, Geld ausgeben wollen wir weiterhin. Jemand hat nämlich gemeint, klarerweise längere Laufzeit, geringere Raten, allerdings halt schon um einiges höhere Rückzahlungen im Endeffekt. Darum habe ich es möglichst, am liebsten möglichst kurz, aus einem weiteren Grund noch dazu, nebst dem, dass unterm Strich ein bisschen billiger kommt. Was heißt billiger? Um das nochmal von vorne zu sagen, wenn man natürlich längere Laufzeit hat und geringere Raten, kann man das Geld, was man noch nicht zurückzahlen muss, auf der anderen Seite wieder investieren. Trotzdem habe ich es lieber kürzer, weil dann weiß ich einfach, okay, in 5 Monaten ist der gelaufen und dann wird der Betrag auch wieder frei pro Monat und ich kann ihn wiederum investieren und ich habe trotz meinen hohen Raten einen profitablen Betrieb. So, wir leisten uns noch eine Metzgerei. Das ist mal die erste Sache, die ich machen möchte. So, Symmetrie schaut anders aus, aber das ist schon okay. Und dann werden wir noch ein Hauptgebäude brauchen. Das letzte, was wir, glaube ich, hier hinstellen, die anderen werden wir auch ein bisschen hübscher verteilen. Warum brauchen wir das? Wir haben nur mehr 2 freie Arbeiter, die übrigens nichts zum Trinken haben, sehe ich gerade. Und hier brauchen wir ja 8. Und wir beliefern den Betrieb hier jetzt natürlich auch nochmal mit demselben LKW. Und auch vom selben Betrieb aus natürlich. So, mal auch wieder 50 zum Start. Warten, bis es fertig gebaut ist. Was jetzt der Fall sein wird. So, dann liefern wir mal 50 Stück hin. Stellen wir ein paar Arbeiter ein. 6 brauchen wir noch dazu. Okay. Und die ersten Kühe sind schon da, dann können wir die Fleischproduktion auch schon starten. Sehr gut, das lassen wir jetzt mal ein bisschen laufen. Was machen wir mit dem restlichen Geld? Auf jeden Fall noch ein zweites Feld. Schauen wir mal, ob ich das ungefähr gleich groß hinbekomme wie das andere. Das ist einfach nur mal geschätzt. Ja, das wären jetzt in etwa 20.000. Ja, das passt schon. Das ist schon okay. So. Noch die Frage, ob es halbwegs rechtwinklig geworden ist. Naja, auch gut genug. Das schließen wir direkt da an die Straße an. Und unser Traktor darf sich da gleich mal darum kümmern, dass wir auch dieses hier entsprechend vorbereiten. Allerdings möchte ich jetzt langsam anfangen, Mais zu produzieren. Auch wenn Mais schlecht ist fürs Aufleveln, weil Mais viel länger braucht, um zu wachsen wie Gras. Das heißt, da dauert es dann entsprechend auch länger, bis man hier die Punkte bekommt. So, und jemand hat auch gefragt, warum ich immer am unteren Rand bleibe mit der Bewässerung. Hat einen ganz einfachen Grund. Ein Feld zu bewässern geht schnell, ein Feld trocken zu bekommen geht unmöglich, wenn es dauernd regnet. Den Fall habe ich schon gehabt. Da hat es mal geregnet für, mehrere Wochen immer wieder, 1-2 Tage und das Feld ist einfach nicht unter 90% gegangen und die Ernte war lange, lange versaut, darum bleibe ich lieber drunter und drehe immer ein bisschen vorsichtig auf. Jetzt hier beim Feld für das Gras, klar, da könnte man locker raufgehen auf 60, 70, eventuell sogar 80%, aber ich halte es deswegen so niedrig, weil ich hier ja Mais anbauen will und der hat einen viel schmäleren Bereich, sprich da möchte ich maximal so bei 60 sein. Eventuell sogar drunter, zwischen 50 und 60, das einfach halten. So, jetzt wächst hier auch Gras, das will ich aber nicht. Ich möchte, wie gesagt, mich darauf vorbereiten, Mais anzubauen. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Sämaschine. Und werden hier entsprechend Gras aussäen. Und im Moment müssen wir es noch kaufen, weil wir haben ja selber noch keins. Mais wollte ich sagen. Mais haben wir noch keinen, darum kauft man ihn mal aus München. Die Menge wird eh schon automatisch gewählt. Das automatisiere ich für den Moment auch, heißt hier wird gepflügt, gegrubbert und dann anschließend automatisch eben eingesät.
Der pH-Wert soll passen. Nährstoff ging ein bisschen mehr, da werden wir uns auch dann bald drum kümmern. Aber ein bisschen haben wir noch Zeit mit dem Thema. So, da ist alles am Laufen. Schicken wir nochmal eine Ladung rüber. Und schauen wir, wie schaut es da aus? 62,90. Da werden wir mal für einen Moment lang aussetzen den Verkauf, um das ein bisschen rauf zu bekommen. Und ja, über eine halbe Million haben wir noch. Was machen wir mit dem? Hühner. Das war der Plan. Hühner züchten. Da werden wir uns da mal ein halbwegs großzügiges Grundstück leisten und auf dem gleich einen Hühnerstall errichten. Zum Start mal nur einen. Da sollten eigentlich zwei oder drei Platz haben. Was wir auch brauchen werden, ist ein Hauptgebäude und eventuell leiste ich mir auch gleich eine neue Fahrzeughalle. Wobei, da hätten wir noch einiges Platz. Aber dann ist es gleich getrennt, weil wenn wir einen LKW brauchen, beziehungsweise einen Viehtransporter, so, was wollte ich, eine Fahrzeughalle, einen Viehtransporter hier für unsere Hühnerfarm, weil wir ja immer wieder eventuell Hühner nachkaufen müssen oder auch Fell kaufen müssen, dann haben wir das gleich erledigt und das ein bisschen aufgetrennt und ein neues Hauptgebäude brauchen wir hier sicher auch, weil ganz einfach die Hühnerstelle, da arbeiten ja auch Leute und wir haben nicht mehr gerade viele. So, schließen wir den noch an. Warten, bis das alles gebaut ist. Sehr gut. So. Da, glaube ich, können wir es aktivieren. 91. Wie viel haben wir hier jetzt? 85. Dann warten wir nur noch ein bisschen mit Nachliefern. Hier dürfen wir nicht vergessen, dann auch den Task einzurichten, um das Fleisch zu verkaufen. Ja, was war noch für eine Frage da? Wie schaut es denn aus? Zentrales Graslager. Ja, das geht auch. Das wäre die Scheune. Die haben wir aber noch nicht freigeschalten. Glaube ich zumindest, dass wir noch nicht freigeschalten haben. Oh, die hätten wir schon freigeschalten. Habe ich doch glatt einen Blödsinn gesprochen. Ich glaube, vermutlich auch falsch kommentiert. Muss ich dann gleich korrigieren gehen. Die gäbe es schon. Könnte man natürlich ein bisschen effektiver gestalten, das ist richtig. Grundsätzlich Gras irgendwo anliefern und von dem aus hier die Stelle anfahren. Jetzt im Moment mit 3, glaube ich, geht es noch, aber das werden wir dann auf jeden Fall gelegentlich umstellen. Das ist richtig, das geht besser. So, das ist alles fertig. Dann stellen wir da mal die entsprechenden Leute ein. Wie viel haben wir denn da noch übrig? 2. Die haben immer noch nichts zum Trinken, sag mal. Da stellen wir auch 2 ein. Warum? Wir brauchen hier natürlich mindestens einen Fahrer für unseren neuen Viehtransporter, den ich jetzt in Berlin kaufe, ohne zu schauen, ob ich ihn irgendwo billiger kriege. Und der darf uns hier jetzt mal ein paar Hühnchen anliefern. Und zwar, wenn wir sagen 100 Stück, das sollte genügen. Die wollen auch was zum Fressen haben. Bis der Meise gewachsen ist, das wird zu lang dauern. Darum holen wir ihnen was aus München. Und unser Getreidetransporter, der ist eben beschäftigt mit Grasholen, hat aber zwischendrin sicher immer wieder Zeit für was anderes. Darum schnappen wir uns den hier und weisen den an, dass er mal Mais holen soll. Und zwar eben aus München. Mal 1000 Stück, das sollte genügen. Und passt. So, Pflanzen sind ausgewachsen. Das heißt, hier sollte eh eigentlich das automatisch geerntet werden. Der Traktor ist eh gleich fertig mit Aussehen. Dann passt das. Feuchtigkeit ist noch nicht ganz genügend, aber gleich. Hühnerstall nicht genug Futter. Das Problem sollte auch gleich mal erledigt sein. Okay. Da verkaufen wir, genau. Schaut es da aus, da haben wir 117. 83, das passt alles noch. Da haben wir jetzt gleich die 6000 Fleisch. Heißt, auch hier können wir anfangen zu verkaufen. Rindfleisch, auch nach München. Die 6000 Einheiten, ganz haben wir es noch nicht zusammen. Aber jetzt, und auch das automatisieren wir. Somit haben wir eine neue Einnahmequelle. Sehr gut, so. Die Hühner sind versorgt und vermehren sich auch schon brav. Und wir haben einen neuen Level erreicht. Mehllager Schweinestall. Da sehe ich schon neue Betriebe auf uns zukommen. Sehr schön.
Ja, was natürlich praktisch wäre, fällt mir gerade ein, an ein Graslager ist, dass nicht der Traktor fahren müsste, das Gras zu verkaufen, sondern wir könnten wirklich das zusammen mit den Einkäufen in ein zentrales Lager packen. Wisst ihr was, das machen wir doch glatt. Das ist eigentlich doch eine gute Idee. Scheune 162.000, die werden wir uns jetzt wirklich gleich mal leisten. Ja, das machen wir. Das hätten wir eigentlich in der ersten Kampagne auch schon machen können, hätten wir uns viel Arbeit gespart. Aber das sind alles so Sachen, an die denkt man dann erst, wenn man eine Zeit lang spielt und ein paar Sachen ausprobiert. So, jetzt regnet's, heißt, da wird es jetzt ordentlich raufschießen. Entsprechend schalte ich zumindest da mal ab. So, die vermehren sich mal brav, das ist gut. Was brauchen wir dann? Wir brauchen ein Silo, das wird eher das nächste sein, was wir uns leisten. Das werden wir da in der Nähe aufstellen, direkt vom Maisfeld. So ein bisschen abgesetzt vielleicht. Schaut vielleicht ganz nett aus. Ein Silo, das kommt eben daher. Schließen wir auch gleich an. Und ja, in das werden wir jetzt den Mais dann künftig einlagern. Was wir allerdings noch brauchen, ist genug Geld für eine passende Erntemaschine. So, da liefern wir noch eine Ladung rüber. Und dann können wir es, glaube ich, bald mal automatisieren. Traue ich mich das? Da ist der Bestand auch wieder da. Da passt auch noch halbwegs. Und ein paar Punkte können wir noch ausgeben. Sehr gut. Okay. Die Hühnchen haben wir zusammen. Dann starten wir hier mal die Eierproduktion. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann lassen wir es einfach mal laufen und ich beobachte hier ein bisschen die Werte. Das müssen wir bald mal düngen. Vielleicht bereiten wir uns schon ein bisschen drauf vor und kaufen uns Folgendes, nämlich einen Miststreuer und eine Feldspritze. Das machen wir. Und das können wir auch gleich zuweisen. Na, können wir noch nicht, weil uns fehlt natürlich noch eine Sache. Ich besorge uns mal noch schnell einen Van. Und der soll hier regelmäßig einkaufen gehen. Und zwar ein bisschen Unkrautvernichter. Nein, Düngekalk. Das automatisieren wir auch. Das heißt, er kauft einfach immer nach, sobald hier Platz ist. Entsprechend können wir hier jetzt gleich den passenden Task einrichten, nämlich mit der Feldspritze Düngekalk ausbringen, den wir uns holen hier entsprechend aus dem Hauptgebäude, sobald er da ist und das geliefert hat, was jetzt der Fall ist. So, und da fahren wir gleich einmal los und machen das. Zweite Aufgabe wäre, das Feld dann wirklich düngen mit Mist. Holen wir uns von da. Auch 250 Einheiten, vielleicht ein bisschen viel, aber probieren wir es mal. Dann hat man das für das Feld mal eingerichtet. So, Feuchtigkeit hier passt. Wir verkaufen fleißig Rindfleisch, das ist auch gut. So, und dann, wenn das erledigt ist, werden wir gleich noch düngen. 6,3 pH-Wert, das passt gut. Wie viel kommt jetzt raus? 5,9, 74%, dann noch einmal Düngekalk, dann soll es passen, für den Moment zumindest. Und hier produzieren wir fleißig Eier, da warten wir jetzt auch auf 5000. Das ist nämlich, soweit ich mich erinnern kann, die Menge, die reinpasst in ein Kühllaster. Dann können wir das auch automatisieren. So, da passt es gut. Da könnten wir uns auch mal ein bisschen drum kümmern. Machen wir dasselbe. Feldspritze, Düngekalk von
hier. Dann fahren wir gleich eine Runde. Und so, Miststreuer. Von da haben wir auch 250. Okay. Da braucht man irgendwo noch eine Straße gelegentlich. Fährt immer einen guten Umweg. Könnte man eigentlich gleich machen. Verbinden wir es mal so hin. Und wenn wir schon dabei sind, so. Okay, da schaut's. Oh, da haben wir es wegverkauft, so wie es ausschaut. Da muss man ab und zu ein bisschen aufpassen. Haben wir 7 Stück. Mal schauen, ob sich die überhaupt noch vermehren. Da sind es auch nicht mehr allzu viele. Dafür können wir jetzt hier, glaube ich, das endlich automatisieren anfangen. Ja, wenn es nur 7 sind, dann werden wir also den Pfeiler mal umdrehen und mal ein paar Reihen kaufen. Vorsicht halber, dass sich die auch brav wieder vermehren. Ja, 20 war natürlich eine ungeschickte Zahl, weil da muss er zweimal fahren. Fährt einmal fast leer. Ja, dann warten wir da mal ein bisschen ab. So, Mais ist gleich mal gewachsen. Noch können wir uns die Gerätschaft, die ich gern hätte, nicht leisten. Das wird noch einen Moment dauern. Was natürlich leicht ärgerlich ist, außer wir nehmen wieder einen Kredit auf. Ja, Mais ist ausgewachsen. Ja, da fehlt schon noch einiges an Geld, dass wir uns das leisten können. Naja, spricht eigentlich nichts dagegen. Wie viel könnte man denn aufnehmen? Achso, ja, eine ganze Menge schon wieder. Über 1 Million, aber das ist halt fast ein bisschen gar viel. Ja, wisst ihr was, da warte ich jetzt ausnahmsweise mal, bis wir das zusammen gespart haben. Wird zwar dem Mais nicht sehr gut tun. So, hat sich da was verändert? Ja, ist ein bisschen weniger geworden, weil es uns ausgetrocknet ist. Habe ich wieder mal nicht aufgepasst. Ja, wisst ihr was? 450.000 ist eine Summe, die ist gerade gut eingestellt. Die nehmen wir einfach. Das werden wir schon irgendwie schaffen, zurückzahlen. Habe ich jetzt mal keine Sorge. So, was wollte ich haben? Genau, eine Erntemaschine, die gibt es aber billiger, da bin ich sicher. 3,66 ist schon mal ein guter Deal, würde ich sagen. 3,65, da schlagen wir zu. Und hier bitte ernten und das Ganze in den Silo liefern. Oder in das Silo, bin mir gar nicht sicher. Da haben wir jetzt keinen Mitarbeiter, keinen freien. Problem ist zum Glück schnell gelöst. Ja, wisst ihr was? Und von dem Geld könnten wir uns eigentlich eine Scheune kaufen. Ja, das machen wir. Wo platzieren wir die Scheune? Warum nicht hier? Hofft, das geht sich aus. Ah, bisschen knapp. Müssen wir ein bisschen nachbessern. Naja, das könnte sehr eng werden da. Schauen wir mal, ob das genügt. Sehr gut, das genügt. Dann hätten wir jetzt eine Scheune. Heißt, künftig werden wir das Gras dorthin liefern. Das schauen wir uns dann gleich an. Was haben wir denn da Kapazität? 100.000. Ja, das ist natürlich ideal, aus der heraus zu verteilen. Sehr gut, Silo ist bestückt. Jawohl, heißt, jetzt können wir hier einen neuen Task einrichten, beziehungsweise den da ändern. Mais, das passt, aber wir holen den jetzt eben aus dem Silo. Und zwar, hätte ich gesagt, 5000 Einheiten. Selbes Thema wie hier.
bei den Kuhställen, beziehungsweise da kann man es noch anders machen. Ja, oder? Ja, machen wir 5000, das passt schon. Sprich, wenn es halb leer wird, dann wird aufgefüllt. Okay, das braucht man nicht mehr. Jetzt haben wir durch den ganzen Mais geholt, oder? Nein, haben wir gar nicht. Weil wir könnten natürlich den jetzt auch schon verwenden zum Anpflanzen, falls unser Traktor irgendwann frei wird. Okay, die Scheune. Ja, heißt, das stellen wir jetzt auch um. Das kommt nicht mehr in die Stadt, sondern das kommt in die Scheune. Und die Scheune bekommt noch einen neuen Task, nämlich jetzt in dem Fall unser Getreidetransporter soll einkaufen Gras aus München. Jetzt ist eben die Frage, wie viel? Ich würde sagen, machen wir 10.000er Einheiten. Weil ich möchte ein bisschen einen Puffer haben für... Dann machen wir lieber 20.000. Das heißt, hier müssen 20.000 frei sein, dass er das auch wirklich macht. Dann brauchen wir eigentlich die dann nicht mehr. Die lösche ich mal raus. Jetzt wird es halt eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir das alles eingekauft haben. So, da wächst jetzt Gras. Das lassen wir jetzt mal für den Moment wachsen. Ist mir jetzt egal, das werden wir dann ernten. So, 10.000 sind schon da. Das wird sich jetzt nach und nach füllen. Aber sonst machen wir es. Bin mir da nicht ganz sicher, wie wir es machen sollen. Ja, mal für den Moment 20.000 übrig lassen. Dann ist auf jeden Fall genug, um hier die Felder abzuernten, falls wir es brauchen. Ja, und dem wird jetzt halt gleich mal das Futter ausgehen. Das müssen wir dann noch umstellen. Eigentlich hätte ich die Tasks nicht löschen müssen, sondern nur umändern, fällt mir gerade ein. So, der Getreidetransporter holt jetzt eben das Gras in dem Fall von hier. Da bleiben wir bei den 5000. So, den brauchen wir noch. Okay. Und hier brauchen wir das auch. Ja, ich glaube, das ist eine wesentlich effektivere Methode. Das ist richtig. So. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es halbwegs aufgesetzt. Habe ich das in die falsche Richtung gestellt? Kann das sein? Das kann sein. Das gehört so rum. Genau, jetzt passt's. Jetzt passt's. So. Da haben wir vergessen, Kaufen einzustellen. Dafür schalte ich es hier mal wieder aus für den Moment. Da passt alles. Die werden beliefert. Eier kommen auch nach und nach dazu. Da ist gleich mal Gras gewachsen. Das werden wir jetzt eben ausnahmsweise einmal flott ernten. Und direkt hier einlagern. So. Da passt die Feuchtigkeit. Da gehen wir noch ein bisschen rauf. Okay, läuft ja mal nicht schlecht für den Moment. Jetzt müssen wir nur noch genug Geld zusammenbringen, dass wir unsere Raten zahlen können. Aber ich glaube, das geht sich leicht aus. So, ab in die Scheune. Hat zum Glück noch Platz. Und den Task ändere ich jetzt doch, dass er erst wieder einkaufen gehen soll, wenn 30.000 Platz haben. Okay, das war jetzt natürlich so ein Blödsinn, weil da müsste ich warten, bis die 30.000 mal überhaupt frei sind. So. Da wird gerade gegrubbert und dann hoffentlich aus dem Silo raus ausgesät.
Ja, Kühe verkaufen im Moment, wie es scheint, ab und zu viele. Dauert immer eine ganze Zeit, bis sich das wieder erholt. Okay, ja, dann haben wir es wieder mal. Ich würde sagen, nächstes Mal schauen wir, wie viel Maisüberschuss wir dann im Endeffekt produzieren und werden wir versuchen, den in irgendeiner Mühle oder ähnlichen zu verarbeiten, weil hier unseren Hühnerstall, den werden wir locker von dem Maisfeld da ernähren. Ganz, ganz leicht. Da gehen ein paar sogar. Und entsprechend möchte ich auch ein paar bauen. Gut, dann alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und baba.